Das ist doch wohl so... Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu New Super Mario Bros. Wii. Kennt ihr mich noch? Ich bin der, der die nach Hilfe schreienden Toads immer zurücklässt. Das werde ich ja weiterhin nur. Das ist für mich nur Spielstrecken. Ganz ehrlich, die Extras, die wir dann kriegen können, die brauchen wir nicht wirklich, finde ich. Na gut, egal. Gott, habe ich im letzten Part das Gelaber verkackt, ne? Ja, wie das funktioniert, wissen wir. Ne? Jetzt warten wir noch einen Moment. Ha! Gibt ja noch nicht genug Leben in diesem Spiel, wa? Ich will aber keine Bonusfilme sehen. Ich will weiter zocken. Genau, let's go. Da will er gegen den Wind ankämpfen. Hey! Sag mal! Ich hätte jetzt eigentlich auf die Fliegermütze... Das ist sie ja hier. Komm her! Hey! Bleib! Bleib so! Du! Ah! Ich hab's verkackt. Und zwar so richtig. Und wer ist schuld? Ja, der Wind, ne? Ist doch klar. Ich bin nie selbst schuld. Es sind immer andere schuld. Das ist das Gamer-Gesetz. Kennt ihr das nicht? Leute, das ist mein Ernst. Man ist nie selbst schuld. Also, ja, komm. Ihr wisst schon, dass das Spaß ist. Wieso sage ich dann überhaupt mein Ernst? Kommen wir damit... Ach, gut, wir kommen damit hoch. Komm her, komm! Jetzt habe ich sie. Die Fliegermütze. Oder den Anzug hier. Ja, und trotzdem so unfähig, dass ich noch keine Sternenmünze oder Starcoin gefunden habe. Egal, ihr wisst ja, ich leg's auch nicht drauf an. Oh, schon beim Midway Point. Ah, nein, 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 nein. Da bin ich doch jetzt nicht so verrückt. Ich wollte mich erst da in die Röhre begeben. Glück gehabt. Das hätte echt leicht schief gehen können. Das sah aus wie ein Feuerblumengesicht. Das sieht allgemein aus wie eine Feuerblume, das Münzenbild. Mal sehen, ob ich es schaffe. Ihr habt es noch gehört, dass ich ihn hochgerissen habe, aber es war wohl zu spät. Ja, oh. Du mich auch, ey. Starte ich sofort mit einem. Meine Güte, ey. Da hätte ich schneller reagieren müssen. Halt! Alter. So, toben wir uns nochmal im Wind aus. Irgendwie lässt mich das jetzt nämlich nicht in Ruhe. Das ist doch wohl so... Egal. Egal. Egal, 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 egal. Jetzt nehme ich sogar freiwillig eine Eisblume. Hauptsache, wir kommen ja mal weiter, Alter. Das gibt's doch nicht. Halte ich mich damit überhaupt so lange auf? Na, was? Was oh, ja. Egal. Wie oft habe ich in dem Part schon egal gesagt? Ist egal, wie oft ich egal gesagt habe. Ich habe mal ein paar Fehlversuche rausgeschnitten, Leute. Irgendwie habe ich in diesem Level so richtig Scheiße in den Händen. Ihr kennt das. Dass an manchen Tagen so gar nichts geht. Das kennen wir alle, oder? Ist zwar jetzt schade um die Sternenmünze, aber whatever.
Na, 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 na. Gut. Nein, jetzt habe ich so viele leben lassen, beziehungsweise bin nicht so geschickt draufgesprungen, dass ich ein Leben hätte kriegen können. Das wird mich jetzt mein Leben lang begleiten. Ein Leben lang werde ich daran denken, dass ich gefailt bin. Nicht mal das Ende der Fahnenstange habe ich gerade erreichen können. Boah, es tat ja echt schon weh, ey. Zum Glück konntet ihr davon nicht viel sehen. Na gut. 2,5. Da kriegt die Heimmannschaft aber ganz schön auf die Fresse, wa? Sorry, der musste sein. Hey, sogar der Pokey lacht. Du lachst auch über meinen schlechten Witz. Die Pokies, ja, die lachen grundsätzlich, ich weiß, aber... Also, ich weiß nicht, warum Yoshi, mein Kumpel. Heute gibt's Kaktus zum Frühstück. Will noch jemand ein Stück Kaktus? Oh nein! Der Arschmeister. Arschmeister Lakitu. Verdammte Axt. Scheiße. Hier könnte man jetzt übrigens gut Leben sammeln. Da haben wir unsere 99 Leben. Gleich werden wir zwar wieder eins verlieren, voraussichtlich, aber da ist mal drauf geschissen, oder? Oh, das war jetzt eigentlich nicht beabsichtigt. Ohoho, ja, da kann ich mir auch nur an den Kopf fassen, Mario. Ich könnte schwören, unter dem Dolphin sind die V-Modes ein bisschen empfindlicher? Oder geh ich wirklich so sehr mit, ohne es zu merken? Ein Yoshi! Egal. Nicht mal Yoshi kann auf dem Sand laufen. Die arme Sau, ha? Huh? Ja, wenigstens wieder groß. Also wisst ihr Bescheid, wenn ihr unbedingt einen Pilz braucht und in der Wüste seid, fresst einen ganzen Kaktus auf einmal und seid ein Yoshi. Hä? Nein, ich lass dich hier nicht sterben, mein Freund. Das habe ich in Super Mario World schon so oft gemacht. Dann lass ich lieber die Sternenmünzen sterben. Ach ja. Ich weiß auch schon, welches Castle da rankommt. Freue ich mich jetzt schon drauf. Aber erstmal 2,6. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich diese Variante von diesem New Super Mario Brothers Theme total mag?
Aber die von New Super Mario Bros. 2, die mag ich irgendwie gar nicht. Wo die quasi die ganze Zeit so dazu ba-ba-ba singen, ne? Im Rhythmus zur Musik, die ganze Zeit. Nicht nur so stellenweise, da sind sie ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Und das nervt dann doch, wenn's der ganze Song ist. Ich fand New Super Mario Bros. 2 jetzt aber nicht schlecht, ne? Gut, war vielleicht ein bisschen zu viel das Ganze, wenn man die anderen Teile schon gespielt hat und sich da quasi gar nichts verändert hat, außer dass es den Tanuki gibt. Na, da oben wäre wahrscheinlich noch eine Sternmünze gewesen, aber ihr wisst ja, da kote ich drauf. Ich versuche mich jetzt mal gehoben auszudrücken und sage nicht, da scheiße ich drauf, sondern, na, ihr wisst schon. Oh, die Viecher gibt's ja auch noch. Die gab's nur in sehr wenigen Leveln von Super Mario Bros. 3. Ich glaube sogar nur in einem oder zwei. Also ich habe die jetzt auch nicht in großer Erinnerung. Verdammte Axt. Na, komme ich da jetzt überhaupt noch? Gut, ich komme noch dran. Da, 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 da. Ja, eben noch drüber beschwert. Man kennt's. Und jetzt mache ich's selber. Nein! Nix, oh. Ich schäme mich auch kein bisschen. Ich renne da jetzt einfach durch. Einfach durch. Wir schaffen das schon irgendwie hier durch. Ach. Ich habe, ich schwöre, ich habe mit der Wiimote gerade nicht nach oben gezogen. Ich bin kurz davor, irgendwie einen Xbox-Controller dazu einzustellen. Dann habe ich zwar dieses Hochreißen nicht mehr und das, obwohl, ja, dann wird das Spiel schon schwierig. Dann lasse ich das mal lieber. Bloß keinen Millimeter bewegen die Hände. Ach, draufge... So. Der nervt mich nicht mehr. Was mache ich hier für dumme Fehler, ehrlich? Ich könnte schwören, in meinem alten Let's Play habe ich mich nicht mal halb so beschissen angestellt. Auch schon wieder so einer. Hä? Wo ist er? Shit. Nee. Alter, ich will jetzt wissen, was da... Oder kommt man da raus? Ach, ist mir jetzt auch egal. Wahrscheinlich wäre ich da rausgekommen. Aber wir haben genug Zeit vertrödelt. Und da knallt er voll mit seiner Nudel auf die Kugel. Und er sagt noch, oh yeah. Ach, das sind solche, ja, solche Toad-Rettungsfonds, sag ich mal. Toad-Rettungsfonds. Läuft. Danke, dass du mich gerettet hast. So, und jetzt esse ich deine Kinder. Ich glaube, da gab es auch mal, ich weiß nicht, entweder von Dorkly oder von den anderen... Ich habe den Namen vergessen. Gab es auch sowas? Da
haben sie gezeigt, ja, die Pilze, die euch größer machen, das sind unsere Kinder. Ja. Und was hast du für ein Item? Ja, sehr seltenes Item. Wobei, im Vergleich zu alten Mario-Spielen, in manchen. Oder ich bin nur zu doof, die immer zu finden, aber darauf habe ich es nicht angelegt. Ich will einfach nur ein bisschen hier Fun haben, den mit euch teilen. Und das kriegen wir dann schon irgendwie hin. It's a good time. Ja. Wenn wir schon mal da sind, dann nehmen wir den mit. Irgendwie denke ich, dass die Eisblume hier nützlich werden könnte. Wo ist meine Mütze? Ach so, stimmt ja. Stimmt ja, das war ja dieses Gimmick bei New Super Mario Bros. Wii. Wenn man mit 99 Leben unterwegs ist, das habe ich ja ganz vergessen, dass Mario dann seine Mütze abgibt oder so. Irgendwie, dass er dann ohne Mütze rumläuft. Irgendwas. Oh, das ist so wie hier bei Super Mario Bros. 1 Welt 4-4 war es. Genau, wir vereisen deine Leiche. Da muss ich jetzt immer die richtige Richtung nehmen. Ich geh mal nach unten. An den Boden mit dir, wo du hingehörst, du Madel. Okay, Sergeant. Tröd. Ich hasse Scrolling-Level übrigens. Habe ich das schon mal erwähnt? Also außer den letzten 30 Mal. Wow. Mann, hat das sehr Zeit gekostet. Da, 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 da. Nein! Das schaffen wir schnell. So. Irgendwas sagt mir, dass ich unten lang muss diesmal. Sagt mir, dass ich recht hatte. Ja! Ab und zu findet auch ein blindes Huhn mal ein Korn, ne? Wisst ihr ja. Bestimmt hätte ich hier in der Mitte lang gemusst. Na? Falsch, oder? Falsch? Wo bleibt das Tröd? Ja, da ist das Tröd. Es ist bestimmt die Mitte. Das muss einen Grund haben mit dem P-Switch. Genau, böser Lavasee. Ich beschmeiß dich mit Feuerbällen. Oh, danke, da bin ich ja größer. Na, hab ich's richtig? Hab ich? Geht doch. Wow, noch eine extra Feuerblume, weil wir ja noch nicht genug Power haben, ha? So eine Upgrade von der Feuerblume, dass man irgendwie größere Feuerbälle oder zwei auf einmal schmeißen könnte. Das wäre doch lustig. Na? Morton Cooper Jr.? Was geht? Ach, das mit den Röhren. Eine umgekehrte Wendy. Ja, sehr schön. Du bist ein großer Junge. Ja. Aber ich kann auch große Jungs ärgern. Verdammt! Ah,
dass er genau jetzt in diese Richtung gehen muss. Ich dachte, er geht erst nach rechts. So, ich habe das jetzt nochmal geschnitten, weil es da hier irgendwie kein Midway-Point gab. Warum auch immer. Und übrigens, die erste Münze, die erste Sternmünze, die kriegt man auch, wenn man beim ersten... Na, wenn man beim ersten Mal, wo man sich für einen Gang entscheiden muss, den in der Mitte nimmt, dann kriegt man die auch, falls man keine Propellermütze hat. Egal, weitermachen. Jetzt gibt's auf die Fresse. Ja, irgendwie verwirrt es einen jedes Mal aufs Neue, was Kamek da für einen magischen Puder haben muss. Aber ich will lieber nicht wissen, was der da für Zeug drin hat. Ich lass dich nicht nochmal nach oben. Wäre noch schöner, wenn ich noch ein zweites Mal gegen den verloren hätte. Ja, Nummer uno. Und wieder kommt er zu spät, oder? Frecher Bengel schneidet solche Fratzen. Also Bowser sollte dem mal ordentlich den Arsch versohlen. Aber nun gut. Wir sehen uns dann. Ach ja, er hat wieder die Mütze verloren. Hat ja wieder 99 Leben. Wir sehen uns dann in der Eiswelt wieder. Würde ich sagen. Wir haben hier sogar ein Geisterhaus. Geisterhäuser sind lustig. Die können sehr, sehr lustig sein. Na gut. Also Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Hoffentlich in alter Frische wieder. Haut rein!